Freunde, Thomas Tuchel könnte vor einem großen Comeback stehen. Für mich der aktuell beste deutsche Trainer. Ja, also Jürgen Klopp, bei ihm läuft es ja nicht so gut jetzt. Dieses Jahr zumindest. Für mich ist Thomas Tuchel ein brillanter Trainer. Für mich einer der besten Trainer überhaupt. Und aktuell der beste deutsche Trainer. Okay. Le Parisien, die Zeitung aus Frankreich, schreibt Folgendes. Und zwar, dass PSG darüber nachdenkt, über ein Comeback von Thomas Tuchel. Vor allem sollte Paris jetzt rausfliegen gegen die Bayern. Und sieht ja aktuell so aus. Und Thomas Tuchel hat ja eigentlich super performt bei PSG, er kam ins Finale, dennoch wurde er dann irgendwie rausgeworfen, er wollte lieber jemand anderen, das hat nicht funktioniert und dementsprechend, ja, könnte man jetzt quasi wieder bei ihm anklopfen. Aber es ist auch im Raum Zinedine Zidane, der hat auch mega Bock anscheinend, der wollte ja eigentlich die französische Nationalmannschaft trainieren, das hat jetzt nicht geklappt, jetzt könnte er PSG-Trainer werden. Okay, also sie sollen bei Thomas Tuchel überlegen, aber die Frage ist natürlich auch, würde Thomas Tuchel das überhaupt noch machen? Ich meine, er hat da einen guten Job geleistet, ist dann rausgeschmissen worden, ging dann zu Chelsea, gewann die Champions League, der Rest ist Geschichte. Und soll er dann auf einmal wieder, wenn sie ihn brauchen, wieder ankommen? Vielleicht, wenn er keine anderen guten Angebote hat, aber ich denke, dass sowohl PSG als auch die Bayern an ihm Interesse haben könnten, sollten die Bayern doch noch irgendwie rausfliegen. Aus der Champions League ist gegen PSG, könnte auch der Trainerplatz zumindest im Sommer wackeln von Nagelsmann. Und dann könnte auch Thomas Tuchel da sehr interessant sein. Also ich habe das Gefühl, einer der beiden Clubs könnte es werden. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.